Du musst auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu breit wirst einfach. Was ist das für eine Bag? Das ist die neue Ulakala Bag. Ulakala Weekender einfach. Kann man fürs Gym benutzen, kann man auch fürs Weekend benutzen, wie man jetzt möchte. Muss den Schmecker. Muss Wilke. Tomaten? Leben wir. Würmer in der Wohnung? Leben wir. Staubsaugen? So nicht! In meiner Freizeit jedoch tue ich eigentlich nichts lieber, als ein paar getrocknete Mangostücke zu essen. Willkommen zu den 18 Uhr Nachrichten, was heute auf Sie zukommt. Im ersten Teil des Videos befassen wir uns allgemein mit der Thematik des Scheißgelabers. Im zweiten Teil gehen wir dann auf die Kunst des Scheißgelabers ein. Und zum Schluss gibt es noch ein wenig Scheißgelaber vom Feinsten. Bevor man hier ins Fitnessstudio kommt, kriegt man erstmal immer einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Musiker und einer Pizza? Eine Pizza kann eine ganze Familie ernähren. Boah, ich spüre noch den Alkohol zwischen der Muskulatur. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, mach mal ein Bild von ihm. Schau mal an. Ja, er war schon lange nicht mehr da. Wie bereitest du dich immer so vor auf so schweres Gewicht? 300 Milligramm Koffein. Boah, war das einfach. War viel zu einfach. Irgendein Arsch willst du wegräumen. Ich kann nicht mehr. Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Gülingen, 363, das ist die Hut, oder? Was geht in Gülingen? Ja, wir haben Dönermann. Wir haben es, glaube ich, 1 Uhr knapp oder sowas. Hier noch entspannend auf dem Bicycle unterwegs. Heute mal die Hin- und Rückfahrt zum Office mit dem Bicycle gemacht. Die Ulakala Weekender Bag darf natürlich nicht fehlen bei einem guten Ausflug. Und wir haben heute die gut gelaunte Lexo. Und natürlich die gut gelaunte Franzi auf dem Weg mit dem gut gelaunten Meth. 8 Stunden! Wir gehen aufs Tomorrowland mit Ronison und 50 Zuschauern. Wir sind gespannt, wie es wird, ja? Wir fahren mit dem Fahrrad zum Tomorrowland. Ah! Kurz noch die Haare salzen. Ronison hat ja die Verlosung fürs Tomorrowland gemacht. Es hat nicht eine Frau gewonnen. Wir schöner Jünger, keiner. Die größten Asis vom Tomorrowland. Perfekt. Wir drehen jetzt den Dokumentarfilm Die Leute und das Publikum auf dem Tomorrowland. Wie sind die Leute unterwegs? So, bitte mal alle ruhig, ja? Diana. Leute, ja. Ich bitte euch, benehmt euch, ja? Keine Scheiße machen, ja? Kein Alkohol. Ey Leute, einmal bitte alle ganz kurz ruhig. Benehmt euch bitte nicht, baut bitte so viel Scheiße, wie nur drauf kann. Alexa, wenn sie angesprochen wird, hat eine gute Abwehrmethode und zwar. Ich bin echt aufgeregt, ich hab schon auch Angst. Was für Angst? Wenn so gruselige Techno-Musik kommt. Glücklicherweise hatte ich hier die Möglichkeit, im Bus bereits die ersten Erfahrungen für den Musikgeschmack des Festivals zu sammeln. Und ich muss wirklich sagen, ich habe meine Musikrichtung gefunden. So, wir sind da. Die Jungs sind wieder mal genau angemessen. Danke, Ron, dass du auch mitmachst. Hier direkt der Low Swim Pool, weil hier wahrscheinlich schon zig Leute reingesprungen sind. Lexo mit Seifenblasen, weiß ich nicht, Digga. Erstmal ein Brötchen. Du hast für die Louis Vuitton-Brille. Das ist keine echte Louis Vuitton-Brille. Okay. Ich kann mir das nicht leisten als Geringverdiener. Alter, ich wollte Meth gerade beschützen von dem Meer. Aber das Meer ist zu groß. Ey, ich klinge schon wie Ron. Wir sind hier und warten auf den Bus. Ey, geht weiter. Wir fahren jetzt gleich zurück in die Stadt. Wir holen uns dort einen Döner. Warte ganz kurz, ich muss mich kurz sammeln. Das ist dein Beruf, was du gerade machst, ja, oder? Welcher Beruf? Warte mal, sammel dich mal bitte.
Warte mal, warum liegen hier so viele Haare? Schatz, ey, ich kann mich nicht sammeln gerade. Ey, wir sind schon bei 3 Minuten. Oh, es tut mir leid. Ah, nee, das war nur der, es tut mir leid. I forgot to catch the next bus. No worry, I don't know where it is, but... This bus. Junge, was hast du für Reflexe? Wir ziehen ein kurzes Fazit über den kompletten Aufenthalt hier. Ich war gestern mies dicht, hab den Elevator im Bus genommen. Und wir haben gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Beschissen aus. Stimmt, wir haben das Gewinnspiel am Laufen geschaut. Auf jeden Fall auf der Instagram-Seite von Olakala vorbei. Wir verlosen den Urlaub. Leben wir. Es gibt noch das Gewinnspiel für den Urlaub im Wert von 5000 Euro. Ich glaube, das ist einfach ganz geil. Schaut einfach auf Instagram vorbei. Dort auf meinem letzten Bild sind alle Teilnahmebedingungen am Start. Es werden auch noch Olakala-Pakete von der neuen Kollektion verlost, die jetzt am 31. kommt. Da waren meine allergeilsten. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück beim Gewinnspiel. Lasst hier bitte keine Bewertung oder sowas da und auch kein Abonnement oder sowas. Deswegen, Leute, ich wünsche euch jetzt wirklich einen sehr, sehr beschissenen Tag.